Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Tipps und Tricks Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, welches meiner Meinung nach die stärkste Waffe in Season 3 ist. Ich fand die Waffe in Season 2 schon mega, mega stark, aber es gibt eine Waffe, an der stark geschraubt wurde, und zwar ist das hier im Trainingsmodus die G7. Ich habe sie schon in der Hand. Warum ich denke, dass es die stärkste Waffe ist und was sich an der Waffe alles geändert hat, zeige ich euch jetzt im Trainingsmodus, und am Ende zeige ich euch natürlich noch ein bisschen Bildmaterial aus einigen Livestreams, wo ihr die Waffe richtig in Action seht und ihr seht da, was ihr mit den Gegnern anstellen könnt, wenn ihr die Waffe richtig benutzt. Wir konnten uns ja nun ausgiebig in Season 3 schon mal mit der neuen Map vertraut machen, und ihr habt selber mitbekommen, die neue Map ist deutlich größer als der King's Canyon. Zwischen den Hotspots ist oft sehr viel Strecke zurückzulegen und auch sehr viel Freifläche. Das heißt, das ist natürlich ein Paradies für Sniper, die sich irgendwo verschanzen, vercampen und nur auf irgendwelche Opfer warten, die vorbeirennen. Und da kommt für mich die G7 ins Spiel. Die G7 gehört zu den Snipern, spielt sich für mich aber weniger wie eine Sniper. Denn ihr vergleicht das zum Beispiel, oder ich vergleiche das zum Beispiel mit der Longbow. Die Longbow haut 1,4 Schuss pro Sekunde raus. Das heißt, wenn ihr hier mal einen Fehlschuss habt, keine so coole Sache. Das Geile bei der Scout ist, ihr könnt 4 Schuss circa pro Sekunde raushauen. Zieht euch das mal kurz rein. 1, 2, 3, 4. Und wenn ihr den Schadensoutput seht, 136 Damage. Ein Gegner, der irgendwo spawnt, ohne Rüstung, hat 100 Lebenspunkte. Könnt ihr euch selber zusammenrechnen. Das Tolle an Season 3 ist, die G7 wurde nochmal gebufft. Vor Season 3 hatte sie einen Schadensoutput von 30 pro Schuss. Das heißt, ihr hattet oder ihr musstet 4 Schüsse auf den Gegner platzieren ohne Schild, um den zu downen. Jetzt sind es nur noch 3 Schuss, und 3 Schuss in weniger als einer Sekunde. 1, 2, 3. Das ist der absolute Wahnsinn. Und deswegen finde ich die G7 so absolut mächtig. Egal, also vergleicht das zum Beispiel, ihr seid mit der Flatline oder der 301 unterwegs. Das schafft keine Flatline, keine 301, selbst wenn ihr 100% on point seid. Meiner Meinung zumindest, die G7 ist trotzdem schneller. Und das Geile ist, Sniper hin oder her, sie verzeiht auch mal einen Fehlschuss. Dadurch, dass der Schadensoutput ja erhöht wurde, ist es nicht so wild, wenn einfach mal ein Schuss daneben geht. Ihr haut trotzdem extrem raus. Und in der Theorie wäre es mit 10 Schuss, die ihr im Standardmagazin habt, sogar möglich. Ihr spawnt, beziehungsweise ihr landet auf der Karte, hebt die G7 auf, vor euch landet ein Squad ohne Schild. Wenn ihr theoretisch maximal einen Schuss daneben semmelt, wäre es für euch möglich, ein gesamtes Squad ohne Schild wegzurotzen. Ich hau jetzt einfach mal alle 10 Schuss raus, um einfach mal zu zeigen, was das für ein Schadensoutput ist. 340 Schadensoutput. Wenn ich jetzt da einen Schuss daneben semmle, habt ihr trotzdem 3 Leute gelegt, wenn ihr richtig trefft. Das finde ich der absolute Wahnsinn. Was die Waffe noch sehr besonders macht, der Rückstoß ist meiner Meinung nach extrem einfach zu handeln. Ich finde, im Nahkampf und auf mittlere Distanz ist die Waffe ein absolutes Muss. Ich finde, auf hohe Distanz ist die Waffe vielleicht nicht ganz so stark, da wir aber die Position normalerweise, wenn wir nicht gerade ein Camper sind, oft wechseln und uns überrascht irgendwo ein Gegner. Wir laufen hier lang und sehen, oh fuck, da ist ein Gegner. Ihr könnt sofort reagieren. Ihr braucht theoretisch auf nah und mittleres Distanz noch nicht mal ein vernünftiges Visier zu haben. Wenn ihr natürlich ein Hardcore-Sniper seid, dann werdet ihr wahrscheinlich eher auf die Longbow zurückgreifen. Aber in dem Video soll es ja nicht darum gehen, wie toll die Longbow ist, weil ich finde, selbst als richtige Sniper, wenn ihr das richtige Visier findet, könnt ihr auf hohe Distanz natürlich auch ordentlich Schaden raushauen. Auch hier mit einer schnellen Feuerrate extrem geil. Worüber ich noch gar nicht gesprochen habe: die Waffe hat seit Season 3 einen neuen Hop abbekommen, und zwar den Double Tap. Der Double Tap bewirkt, dass ihr innerhalb eines Schusses 2 Kugeln raushaut, kurz nacheinander. Das heißt, ihr macht 68 Bodyshot, wenn ihr ganz schnell, nee, nicht 68, sondern
Na doch, 68. Da habe ich mich jetzt kurz vermacht. Also ihr haut mit dem Double Tap 68 Damage circa raus. Aber ich habe festgestellt, mit dem Double Tap ist es teilweise gar nicht so einfach, alle Kugeln zu platzieren. Ich finde, selbst ohne diesen Hop-Up, wenn in Season 3 der Hop-Up zu der G7 nicht dazu gekommen wäre, würde ich trotzdem finden, dass die G7 die stärkste Waffe allgemein ist. Das ist quasi eine Allrounder-Waffe für alle, die sich gerne in Häuserkampf verbarrikadieren oder auf mittlere Distanz gerne die Leute wegholen. Finde ich jedenfalls. Ich möchte euch jetzt mal ein bisschen Bildmaterial aus meinen vergangenen Livestreams zeigen und zeigen, wie die Waffe im Nahkampf und auf mittlere Distanz agiert. Und ihr werdet feststellen, dass die Waffe echt ein absolutes Biest ist und auch schon vor Season 3 war. Viel Spaß mit den Bildern und zum Schluss zeige ich euch noch mal ein paar Eindrücke mit dem Double Tap. Oh geil, Mosambik, ich raste komplett aus. Oh Mann, dann... Hier, die ist fast down. Wenn andere schneller sind als ich. Alter, wie viele Phoenix-Kids hier sind. Krieg einen Ständer. Und du hast alle beide Waffen eingekehrt. Echt? Cool. Jo. Oh, das ist cool. Das sind richtig viele. Das ist eine Phase. Lucky, Alter. Die ist rausgesprungen. Ich wollte jetzt eigentlich hinterher springen. Ab hier, die ist wieder auf den Zug drauf gesprungen. Einen hab ich. Hab's, danke, ja. Ist down. Sehr schön. Die ist in der Bude. Nix, kann nix. Der war einen gehittet, der hat kein Schild mit. Einen hab ich, einen hab ich. Meine Granate. Hinten fightet noch wer. Wraith ist down. Da ist einer. Hier, haut hier ab. Erstmal bei dir. Hab ich. Finish ich. Schönes Ding. Jetzt zeige ich euch noch Eindrücke mit dem Double Tap Aufsatz und ich möchte nochmal betonen, selbst ohne den Double Tap Aufsatz ist die Waffe ein absolutes Biest. Ich suche nicht zwingend nach dem Aufsatz, wenn ich ihn finde, nehme ich ihn mit, aber ich bin auch ganz gut ohne diesen bedient. Ich treffe, dadurch muss ich ganz ehrlich sagen, ich treffe den Gegner einfacher ohne diesen Doppelschuss. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der G7 haltet, welches eurer Meinung nach die stärkste Waffe in Season 3 ist. Meiner Meinung nach, wie gesagt, die G7. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und in Zukunft, bevor ich euch gleich die Eindrücke mit dem Double Tap zeige, ich möchte demnächst noch ein Video machen über meine Top 5 Waffen, wenn sie möglichst perfekt ausgerüstet ist mit den besten Hop-Ups. Und nochmal ein extra Video über meine Waffen Top 5, wenn ihr Waffen findet, die nicht perfekt ausgerüstet sind. Das war's jetzt von mir. Viel Spaß noch mit dem Rest. Lasst einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Informations- und Tipps- und Tricks-Videos von mir verpassen wollt. Macht's gut. Ciao. Schild. Das Visier ist der letzte Dreck, ey. Was hast du? Das Zweier offene? Hm. Ist doch geil. Perfekt. Granaten? Was für mich? Ich würde mich an deiner Stelle ein bisschen abgucken. Du bist im Vorteil.